Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ladies and Gentlemen, Vorhang auf, beziehungsweise nein, lass den Vorhang lieber zu, da kommt nur viel mehr von der Draußenwelt rein. Wir fühlen uns wohl hier drinnen, vor allem mit einem brandneuen und hoffentlich vielleicht gar nicht mal so blöden Format hier auf YouTube. Eine Kooperation zwischen meinem lieben Freund, dem The Rico Gamer, und mir, das ist Playzocker Reviews. Wir haben eine Kategorie, mein Arbeitstitel dafür heißt Tierlieb, weil wir arbeiten mit Tiermaker. Get it? Und es ist bei YouTube eigentlich ein relativ beliebtes Format, dass man einfach bestimmte Franchises hernimmt und seinen Senf dazu gibt und quasi Leuten, die viel mehr Talent haben als man selbst, sagt, dass man selbst ja eigentlich alles besser können hätte. Und genau das wollen wir jetzt gemeinsam auch machen. Wir haben uns für unsere Pilot-Episode eine Liste von mehr oder weniger sämtlichen gängigen Horrorfilm-Franchises ausgesucht. Eben, wie gesagt, danke an der Stelle an Tiermaker, dafür, dass man, also das ist jetzt nicht sowas wie ein Cloning-Service, also man kriegt keine Dollys und keine Pokémon dabei raus, sondern eben ein Tier, eine Liste von sehr guten, guten, naja's geht noch und schlechten Franchises. Aus dieser Auswahl, und das wollen wir jetzt gemeinsam einmal mit euch machen. Ich sage an der Stelle dazu, ich habe auf meinem Kanal ein Video mit unseren beiden Hackfressen und meiner Tiermaker-Liste und der Rico hat auf seinem Kanal mehr oder weniger dieselben zwei Hackfressen, sorry, der geht nicht anders, aber dafür seine Liste vom Tiermaker. Also je nachdem, auf wessen Seite ihr euch im wahrsten Sinne des Wortes befindet oder befinden wollt, ist der linke Teil eures Bildschirms anders. Und damit würde ich sagen, ich übergebe gleich einmal das Wort an den Rico für das erste Franchise, über das wir heute kurz quatschen wollen. Ja, danke dir. Ich dachte mir schon irgendwie, vielleicht wird das heute das leiseste Video von mir, was ich gemacht habe. Du meinst, weil du nicht zu Wort kommst. Ich habe mir schon gedacht, irgendwie, vielleicht sollte ich mir noch was zum Essen machen in der Zwischenzeit oder sonst irgendwas. Es waren ja immer zwei Aber, Minuten. Hey, komm. Danke dir auf jeden Fall für die Einleitung und für mich gibt es eigentlich gar nichts mehr Großartiges zu sagen, außer, ja, lass uns loslegen, würde ich ja sagen. Fangen mit dem ersten. Exorzist, da muss ich mich schon gleich mal ein bisschen distanzieren, weil ich habe nur einen einzigen Teil gesehen, das war der erste Teil und den fand ich nicht so gut. Also bei mir... Ich muss dazu sagen, bei mir liegt der schon, bei mir kommt er zu geht noch. Echt jetzt? Bist du, okay. Es tut mir leid. Ja, das, es war halt nie mein Genre. Also er ist gut, ja, aber es ist halt nicht so meine Sache. Ich verabschiede mich hiermit von 90% aller Zuschauer. Nein, hey. Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich liebe den ersten Teil. Linda Blair ist absolut großartig. Ja, Mother sucks cocks in hell. Ist eines der geilsten Filmzitate ever. Ich mag Max von Sydow als Priester. Ich finde, es ist einer der gruseligsten Filme und allein, wie ich mich damals mit meiner Mutter unterhalten habe, die den Film damals im Kino gesehen hat, das hat damals natürlich ganz anders gewirkt, als wir es gesehen haben. Aber ich muss sagen, wenn dann die späteren Teile kommen, so mit Pazuzu und dem ganzen Blödsinn, kann man es nimmer ernst nehmen. Und nachdem ich muss dich ganz kurz unterbrechen, ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe diesen Film auch vielleicht das letzte Mal vor 20 Jahren gesehen. Oh, okay. Und ich habe ihn halt schlecht in Erinnerung. Ja. Und vielleicht würde ich, wenn ich ihn jetzt ansehen würde, würde ich ihn vielleicht besser finden. Ich kann es nicht sagen. Nur die Tierliste ist halt so, dass wir halt nur unsere Eindrücke einfügen können. Und bei mir war es halt so, dass halt dieser Film, so wie wenn du als Kind einen schlechten was Schlechtes gegessen hast und die dann immer sagst, nee, nee, das will ich nicht. So muss ich das halt bei Exorzist oder generell bei diesen Filmen halt auch sehen. Wenn ich so schlechte Erinnerungen dran habe, kann ich ihn nicht gut bewerten. Ja. Und deswegen liegt er halt bei mir bei Geht noch.
Passt. Na, ich hau's aber trotzdem auch in die Naja-Kategorie, also wenn es meine Maus zulässt, weil, wie gesagt, den ersten Teil. Viel besser ist das jetzt auch. Nein, aber den ersten, ich habe ja mehrere gesehen. Ich muss sagen, Paul Schraders Prequel fand ich gähnend langweilig. Der dritte Teil ist einfach nur mehr lächerlich, wobei ich den als Trash-Film irgendwie mag. Auch wenn ich den ersten Teil natürlich ganz anders deponieren würde, der Rest vom Franchise ist halt einfach naja. Gut. Dann sollten wir aber auch gleich weitermachen, weil wir haben eine riesengroße Tierlist, also sollten wir uns vielleicht nicht so lange bei jedem Film aufhalten. Aber bei mir kommt auf jeden Fall der nächste Film zu sehr gut. Ja, das ist relativ leicht. Ich meine, ganz ehrlich, John Carpenter's The Thing ist eines der besten Remakes aller Zeiten. Braucht man nicht drüber reden. Ich mag sogar das Original. Also ich verwechsel das jetzt eh nicht. Das ist eh das Ding aus einer anderen Welt. Genau, aber Carpenters Film ist ja eigentlich ein Remake von einem Film aus den 50er Jahren, den ich sehr mochte. Und ich muss sagen, ich mag auch das Prequel ansatzweise. Wobei ich halt sagen muss, was mir den Film zusammengehauen hat, ist halt einfach die Tatsache, sie haben so viele, so tolle Practical Effects gemacht für den Film und haben sie dann einfach ins Klo gehauen, indem sie sie durch CGI ersetzt haben, wenn sie da wirklich... Obwohl, ich muss ehrlich zugeben, falls die Erinnerung auftaucht, die Szene im Hubschrauber, die fand ich geil. Ja, der Film hat einige wirklich geile Momente. Der war, also, genauso wie beim Original, also beim John Carpenter Original, die Szene mit diesem Spinnenkopf mir immer in Erinnerung bleibt. Oder wie der durch die Brust fasst und dem dann die Arme abgeschnitten werden. Bleibt mir halt die Flugzeugszene, wo dem Typ der Mund so aufreißt, wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ja. Aber geiler Film. Ja, und da, wie gesagt, an Carpenter, sagen wir so, natürlich ist vor allem der 2011 ein bisschen schlechter als der, also viel schlechter als der Carpenter, aber nicht so schlecht wie bei Exorzist, dass er irgendwie die Meinung über das Original runterreißen kann. Jo, definitiv, kann ich nur zugeben. So, als nächstes Silent Night, Deadly Night. Ich würde das aber jetzt, gibt es da mehr Teile? Ja, es gibt, ich glaube, 5, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ernsthaft? Ich kenne nur einen. Naja, sagen wir so. Also ich kenne nur den ersten Teil. Also mein Liebling ist der zweite. Mein Liebling mit großem Abstand ist der zweite. Das war so ein Billigsdorfer Rehash vom ersten Teil, wo quasi die Hälfte vom Film sind recycelte Szenen aus dem ersten Teil, wo jemand einfach über die Szenen erzählt. Okay. Nämlich sogar auch über Szenen erzählt, wo er im ersten Teil gar nicht dabei war. Gescheit. Aber dieser Schauspieler, der Eric Freeman, der die Hauptrolle im zweiten Teil spielt, ist dermaßen grottenschlecht als Schauspieler, dass nicht ein Wort, nicht eine Betonung, nicht ein Satz ansatzweise richtig ist. Und das macht diesen Film zu einer Trash-Granate. Ich liebe diesen zweiten Teil. Der erste ist okay. Und ich glaube, 3, 4, 5 habe ich einmal gesehen. Das waren halt so wirklich Standard 0815 Direct-to-Video-Slasher. Aber der erste ist wegen seinem Skandal eigentlich ein durchaus sehenswerter Film. Der zweite ist genial. Wo willst du den einmal? Ich haus bei gut. Ich haus tatsächlich zu gut. Ich mag's. Ich mag den ersten Teil, ich liebe den zweiten und die anderen. Ganz ehrlich, das ist auch etwas, was wir bei unserer Tierliebe sagen müssen. Mir sind die anderen drei zu wurscht, um quasi die Gesamtwertung vom Franchise runterzuziehen. Wie schon gesagt, ich kenne nur einen und den fand ich auch gut. So, ich muss also gleich vorweg zu kommen, falls es manchmal so vorkommt, als würde Zocki jetzt irgendwie versuchen, alles so detailliert zu beschreiben wie möglich und ich versuche dann meistens immer schnell weiterzukommen. Ich weiß halt, wie lang unsere Liste ist und ich weiß, wie gern Zocki halt gern plaudert oder redet über Filme und ich muss ihm manchmal ein bisschen bremsen, dass wir weiterkommen. Also bitte nicht glauben, ich bin ein unverschämter Mensch, aber ich will halt das Video nicht so extrem in die Länge strecken. Also ich würd nicht böse gemacht. Nein, gar nicht. Ich würde in dem Fall lieber sagen, dass wir das Ganze einfach auf mehrere Teile aufteilen. Schauen wir mal, wie lang es wird und vielleicht machen wir wirklich mehrere Teile. Also ich würde sagen, so alles... so 60 Minuten Kapitel. Ihr merkt, wir haben uns perfekt vorbereitet drauf. So gut wie gar nicht. Aber wir schauen, weil ich glaube, wenn wir das wirklich in einem Video machen, dann sitzen wir im wahrsten Sinne des Wortes morgen noch da. Aber ja, sagen wir mal so, wir haben 3 Filme und sind schon bei 10 Minuten. Ja, cool. Resident Evil, das geht schnell.
Es tut mir leid, aber ich weiß, das wird dir nicht passen, aber bei mir kommt er auf sehr gut. Passt, geht noch. Das ist relativ einfach. Nein, Paul W.S. Anderson ist eine Nulpe, hat keine Ahnung von Resident Evil, hat keine Ahnung von Filme machen. Diese Filme sind einfach scheiße. Lassen wir das Thema. Wobei es manche Momente davon durchaus Spaß machen. Zocki, ich bin ein Resident Evil Freak, das weißt du. Und jeder, der was mich kennt, weiß das auch. Und ich bin sehr wohl auch sehr auf authentische Sachen ausgelegt, was selbst Capcom mittlerweile nicht mehr wirklich macht. Das haben sie alleine schon beim fünften Teil beim Spiel jetzt nicht gemacht, wo sie dann jetzt fehlt mir das Wort, nicht mehr mit dem Virus, sondern mit die Urburus, oder wie man es nennt, gearbeitet haben. Aber ich fand Resident Evil wirklich geil. Auch der erste Teil war sehr authentisch ausgelegt, meiner Meinung nach, auch wenn das viele nicht sehen. Mit dem Zug, mit der Villa, fand ich genial gemacht. Und ich fand halt wirklich jeden Teil geil. Tut mir leid. Also, das ist meine Meinung und wir werden uns wahrscheinlich noch sehr oft unsere Entscheidungen auseinandergehen. Ja, hoffentlich, aber sonst macht es ja keinen Spaß. Ich fand Mila auch wirklich geil in der Rolle als Alexa. Nee, nicht Alexa. Siri. Oder? Siri hat sich auch vielleicht auch Google. Nein. Ich muss sagen, ich habe letztens wirklich so einen schlimmen Moment gehabt, wo ich befreundet im Garten gesessen bin und da ist echt ein Vater mit seinen Kindern vorbeigegangen und hat zu einem Mädel gesagt, Alexa, komm her. Und da sind die Mädels auch irgendwie so schreit herumgerannt und ich wollte sagen, Alexa, Lautstärke 2, Alexa, bring mal Bier, Alexa. Gut. Aber wie schon gesagt, Resident Evil bei mir gehört auf jeden Fall auf die sehr gut Liste und ich mag sie. So, dann kommen wir zu einem alten Klassiker, würde ich mal behaupten, mit The Fly. Da tue ich mir schwer, wo ich ihn einfüge. Warum? Weil ich fand zwar das Schauspielerische mega geil, aber der Film an sich war mir teilweise zu langatmig. Vom zweiten Teil will ich gar nicht reden. Ja gut, der zweite war jetzt nicht so. Der war mir zu durcheinander. Ja, der zweite war mir... Und eigentlich nur ein Abklatsch vom ersten Teil. Also ich mach's kurz und schmerzlos. Ich hau The Fly auf sehr gut, weil der erste Teil ist einer der 10 besten amerikanischen Horrorfilme aller Zeiten. Jeff Goldblum ist großartig. Die fantastischen Special Effects sind ein Traum. Die Handlung ist super. Auch wenn ich trotzdem nachvollziehen kann, was du meinst, dass der Film einfach teilweise vor allem in der ersten Hälfte ein bisschen lang braucht, bis er... Auch diese Liebesbeziehung, auch dieses fand ich... Das macht mir halt einen Horrorfilm irgendwie schlecht. Ich weiß nicht, überhaupt, wenn es dann so extrem schnulzig rüberkommt. Ja, das stimmt. Aber ich mag tatsächlich auch irgendwie den zweiten Teil. Ich muss es echt sagen. Ich habe nicht gesagt, er war schlecht. Ich fand ihn halt nicht... Naja, wie schon gesagt. Und da kommt er auch bei mir hin. Bei mir kommt er zu... Dann... Geht's weiter mit Candyman. Sagst du zu Candyman? Ich sag's auf jeden Fall nicht dreimal vor dem Spiegel, weil sonst habe ich Angst, was dann passiert. Was nicht fünfmal? Was Bloody Mary mit. Ich verwechsel es immer, keine Ahnung. Candyman, ich muss. Nee, war dreimal, hast recht. Ich kann mich noch an den ersten relativ gut erinnern. Tony Todd ist ein super Filmbösewicht. Ich fand ihn auch geil bei Final Destination, aber ich glaube, da kommen wir noch absolut hin. Absolut. Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr an den zweiten und den dritten Teil erinnern. Es kann durchaus möglich sein. Den zweiten fand ich sogar besser als den ersten. Ich wollte es auch tatsächlich zu gut tun, aber bei mir steht es hinter, weil da habe ich mich bei The Fly vertan, steht bei mir trotzdem hinter Silent Night, Deadly Night. Also den finde ich noch geiler, vor allem halt eben wegen dem Trash-Faktor mehr oder weniger. Ja, bei mir kommt er zu gut. Ja, bei mir auch. Sehr gut würde ich jetzt nicht sagen, aber gut. Obwohl, hast du das Remake gesehen? Nein, noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Katastrophe gegenüber dem Original. Oh je. Entschuldigung. Aber oh je. Ich fand ihn schlecht.
Aber ich glaube, da bezieht sich da solche Sachen eigentlich auf die komplette Franchise-Serie oder halt auch wirklich original und Ich weiß es noch nicht, wie das eben hier bei Tearmaker gedacht ist, weil der Titelschriftzug ist eigentlich immer 1:1 vom ersten Teil. Selbst wenn er dann bei anderen Teilen abgewichen ist. Aber wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass wir sagen, wir nehmen das ganze Franchise, oder? Und nicht nur den ersten Teil. Genau. Okay, dann bleibe ich aber trotzdem bei gut, auch wenn ich das Remake wirklich katastrophal fand. Camp Ja. Lars! Kennst du das? Ja. Oh, das tut mir leid für dich. Camp Lars gibt es drei Teile. Da geht es um eine Killerin. Ist so ein bisschen eher so eine. Ja, ich will schon, das wurde sogar so angegeben als Nachmache von Freitag der 13. Ganz, ganz, ganz kurz, du verwechselst das mit Sleepaway Camp. Das mit der Angela und mit der Killerin. Das ist aber dasselbe. Nein, Camp Blood ist eine, da gibt es nämlich 10 Teile oder 12 Teile, irgendwas davon. Das ist so eine amerikanische, auf dem Videocamcorder mitgeschnittene Reihe, wo jetzt zum Beispiel WMM gerade im Mediabook die ersten 6 Teile veröffentlicht hat und 7 bis 10 ist gerade erst angekündigt. Das sind Ernsthaft? klassische Shot-on-Shitio-Filme, wo ich sagen muss, ich konnte dem ersten und teilweise sogar dem zweiten ein bisschen was abgewinnen. Okay, sorry, Alles mein andere Fehler. ist eine Okay, absolute hast recht. Katastrophe. Das ist was, das kann man sich Okay. als Horrorfan der Vollständigkeit halber ins Regal stellen, aber das ist was, ich kann es nirgendwo anders als bei schlecht unterordnen. Jetzt weißt du, warum ich dich gefragt habe, ob du das wirklich gesehen hast, weil ich hätte jetzt nicht böse an dir nicht zugetraut, dass du dir diese klassischen Shot-on-Shitio-Filme Ich anschaust. schaue mir auch Trash-Movies an, also so sieht es nicht aus. Aber ich lese gerade, dass das teilweise sogar manchmal mit Sleepaway Camp verglichen wird. Okay. Oder verwechselt. Aber Verwechselt. wer macht denn sowas? Aber nein, dann kommt das aber bei mir auf keine Ahnung. Weil ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß es nicht. Deswegen kommt er bei mir auf keine Ahnung. Schlecht will ich ihn nicht betiteln, wenn ich ihn nicht gesehen habe. Ja, ich hab's. Also 1 bis 6 habe ich gesehen. Ich Okay. fürchte, 7 bis 10 Gut. wird nicht viel besser. The Howling. Ja, da muss ich leider gestehen, habe ich nie gesehen. Ich tue mir ehrlich gesagt auch ein bisschen schwer, weil ich habe den ersten Teil definitiv gesehen. Joey Dantes, Das Tier, The Howling ist ein wirklich cooler Werwolf-Film. Also eigentlich finde ich einer, der neben einem American Werewolf in London sicherlich einer der besten amerikanischen Horror-Werwolf-Filme ist. Der zweite soll relativ trashig sein und ab dem dritten soll es nur mehr absoluter Müll sein. Das Problem ist, ich habe nur den ersten Teil gesehen und kann demnach auch nur den ersten Teil bewerten und den würde ich tatsächlich zu gut, aber hinter Candyman rein. Okay. Oh, jetzt wird's Ja. lustig. Ja, Human Centipede. Gibt es ja drei Teile. Erster Teil war ja der Schocker der Weltgeschichte. Einer der Schocker der Weltgeschichte. Viele haben ja sogar geglaubt, er ist real. Lassen wir das mal dahingestellt. Wurde auch sehr oft verarscht. Im Unter Wahnsinn, anderem. verarscht und vermundet quasi. Kennst du South Park, die Verarschung davon? Das Human Centipede. Ja, das war Ja. großartig, das war großartig. Ich muss ihm zu. Wo reihe ich ihn ein? Zu schlecht will ich ihm nicht einreihen. Aber du bist schon weit unten. Ich würde ihm sogar zu Naja geben. Okay. Lass es mich aber erklären. Ja. Der Film ist an sich eine Katastrophe. Lassen wir es mal so dahingestellt. Aber dadurch, dass der Film sich an sich selbst nicht ernst nimmt, finde ich ihm schon wieder gut. Und das haben sie ja sogar im dritten Teil im Gefängnis ja komplett auf die Spitze getrieben.
dass sie sich überhaupt nicht mehr ernst genommen haben. Und deswegen kriegt er bei mir, naja. Okay. Oder nein, nein, ich ändere meine Meinung. Ich sag, er geht noch. Du bist bei geht noch, ne? Naja, ist zu weit. Ich muss sagen, ich habe ihn bei gut hingetan. Ich muss sagen, vom ersten Human Centipede war ich fast ein bisschen enttäuscht, wie der damals rausgekommen ist und ebenfalls einer der grausamsten, ekelhaftesten Filme aller Zeiten tituliert wurde. Ja, die Idee ist eigentlich relativ schauderhaft, aber die Umsetzung war jetzt weitaus weniger blutig, als ich gedacht hatte. Dieter Laser war großartig, aber dann kam The Human Centipede 2. What the fuck. Also Human Centipede 2 ist einer der grauslichsten Filme, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe und ich liebe ihn dafür. Der dritte Teil hingegen war so, also auf andere Art und Weise grauslich, nämlich unanschaubar grauslich schlecht, dass es neben Daniel der Zauberer der einzige Film in den letzten 20 Jahren war, den ich abgebrochen habe, weil ich ihn nicht fertig schauen konnte. Aber ich möchte, nein, ich gebe es zu, naja, nein, ich habe mich entschieden, ich gebe es zu, naja, weil der erste Teil, der mich ein bisschen fast fadisiert hat zwischendurch, trotz der guten schauspielerischen Leistung. Und der dritte, der einfach eine Katastrophe war, kann dieses Meisterwerk vom zweiten Teil nicht ganz aufwiegen. Ja, kann ich nachvollziehen. Den nächsten Film möchte ich etwas abkürzen, was mache ich zumindest. Ich hau ihm zu gut. Oh, das wundert mich jetzt, dass du das tust. Attack of the Killer Tomatoes fand ich einfach witzig. Also den zweiten Teil fand ich lustiger als den ersten Teil, weil da haben die Tomaten auch wirklich ein Gesicht Im bekommen. wahrsten Sinne des Wortes. Nee, wirklich, die Ja, haben ja wirklich ein Gesicht bekommen. Und ich fand ihn einfach witzig. Also es ist kein Horror-Franchise meiner Meinung nach, es ist eine Komödie, aber wie ich sehe, es ist ja Scary Movie auch in der Liste drinnen. Es ist einfach eine liebe, lustige Idee und wurde zu der Zeit gedreht, wo ja das allererste Mal ja genmanipulierte Tomaten in Amerika verkauft worden ist. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Nein, tatsächlich nicht. Und da haben sie eben dann den Film eben gedreht und wollten das dann so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und ich fand ihn deswegen gut. Also ich kann, sehr gut würde ich ihn nicht nennen, weil ich würde ihn nicht allzu oft mehr ansehen. Aber gut, so viel zwischendurch, doch. Nein, ich habe ihn bei sehr gut hingetan. Ich kann auch ein bisschen Trivia kann ich runterhauen. Der eine Flugzeugabsturz, den du in dem Film siehst, der war übrigens echt. Also der, den sie als Pilot engagiert haben, dass er den Hubschrauber landen soll, hat es einfach nicht zusammenbracht und ist gecrashed. Und sie haben es einfach im Film lassen. Das Gespräch dann nachher mit der Versicherung möchte ich nicht führen. Nein, ich fand den ersten genial, allein wie der Verwandlungskünstler am Lagerfeuer sitzt und dann die Tomaten nach Ketchup fragt. Das ist einfach so geil. Und der zweite. Ja, es ist Der schon. zweite, war das nicht sogar mit George Clooney dann? Plötzlich. Auch absolut, absolut großartig. Ich Ich schau mal liebe nach. Die Filme und ja. Während du das nachschaust, mache ich gleich einmal das nächste Franchise für Ja, mich. mach mal. Ich nehme Boogeyman. Es war besser als Camp Blood, aber ich hau es tatsächlich zu schlecht. Boogeyman ist ein Originalkult. Boogeyman fand ich schlecht. Sorry, Was? also den kann ich auch nur auf Ja, schlecht geben. ein Original von Uli Lommel, der beschlagnahmt war und jetzt aber, glaube ich, frei ab 16, der kaum anschaubar war, weil dermaßen laienhaft gedreht und gespielt und geschnitten und gemacht einfach. Unerträglich langweilig. Der zweite Teil ist ein Wahnsinn, vor allem dann in diesem Redux-Cut. Der dritte Teil ist eine Frechheit. Das Remake, holy fucking shit. Dieses Remake ist, glaube ich, eines der furchtbarsten Filmversuche, die Hollywood jemals vergeigt hat. Das ist fast unanschaubar. Aber jetzt werden wir streiten und ich freue mich drauf. Du hast recht, George Clooney Ja, war dabei. streiten wir kurz. Was, ja, Freitag wo der waren wir? 13. Freitag der 13. Sehr gut. Geht noch. Ja, da brauchen wir nicht streiten. Nein, ist bei mir auf geht noch der einzige Freitag der 13., den ich wirklich mag, ist Freddy vs. Jason. Und der einzige nur Jason-Film, den ich mag, ist Jason X. Weil der ist lustig scheiße. Die anderen sind einfach nur langweilig scheiße. Nö. Ja, aber wie schon gesagt, das ist deine Meinung. Ich fand die gut. Ja. Also ich brauchte auch, wie schon gesagt, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Ich fand sie gut. Und ich habe sie deswegen,
Bei mir kommen sie auf sehr gut, weil ich mir sie sehr oft gerne ansehe. Die einzigen zwei Teile, die was ich mir nie ansehe, ist der erste und der zweite, wo, Vorsicht, Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat und sehen möchte, obwohl das wäre ein bisschen spät. In den ersten zwei Teilen ist ja die Mutter beziehungsweise im ersten Teil ist die Mutter die Killerin, um den zweiten ist er ja noch mit der Stoffmaske. Also bei mir ist erst der dritte Teil, wo er wirklich auch seine Hockeymaske bekommt. Ab da geht bei mir erst wirklich Freitag der 13. los. Aber dadurch, dass das aus so vielen Teilen besteht, muss ich das auch sehr gut bewerten, auch wenn ich jetzt zwei Teile eigentlich fast noch nie so richtig gesehen habe. Lake Placid Ja. kommt bei mir auf sehr gut. Sorry, aber der kommt, ich schaue ihn mir immer wieder sehr, sehr gerne an, weil er ist einfach so teilweise witzig und das bezieht sich auf wirklich alle Teile und ist auch bei mir bei einem Best-of dabei, bei den lustigsten Horrorfilmern und ja, Lake Placid ganz hoch angesiedelt bei mir. Ich hau ihn ganz nach unten, aber ganz, ganz, ganz nach unten, nämlich zu keine Ahnung. Ich Okay. muss sagen, ich bilde mir ein, dass ich den ersten irgendwann einmal irgendwo gesehen habe. Ich habe null Erinnerungen dran, aber ich nehme das, was du jetzt gerade gesagt hast, gerne an als Empfehlung, dass ich das irgendwann einmal nachhole. Ich weiß, ich Kann habe ich, ja. die anderen noch nicht gesehen. Ich weiß, dass nämlich auch die späteren teilweise eben ganz gerne als trashige Horrorvehikel gerne Definitiv, ja. gefeiert Also, werden, ja. aber ich habe null Erinnerung dran und also demnach nicht genug, um das irgendwie einzuordnen. Man kann natürlich auch sagen, dass wie weiter die Teile voranschreiten, sie immer schlechter werden. Leider. Der erste ist das absolute Nonplusultra, weil das war auch wirklich produziert für das Kinopublikum. Die anderen waren halt VODs und dementsprechend das Budget war wesentlich kleiner. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es der vierte oder der fünfte war, wo sie im Supermarkt sind. Aber der war zum Beispiel auch. Also das Lustige, in der Mitte ist er schwächer und am Anfang und der erste und die letzten Teile sind gut. So, also das war's jetzt. Also mehr Ich könnte ich kann jetzt nicht dir dazu nicht sagen. widersprechen, weil ich kenne sie nicht. Ich meine, ich könnte es versuchen, aber es wäre blöd. Open Water. Muss ich leider zu keine Ahnung Ja, gehen. Tito. Habe ich zwar gesehen, aber ich habe null Erinnerung mehr an den. Also ich könnte nicht mal mehr irgendwas sagen. Das ist halt das Problem. Vielleicht bei dir nicht. Ich weiß nicht, wie es bei. Also ich kann nur von mir aus sagen, ich schaue halt sehr viele Filme. Also ich bin wirklich, also es gibt fast keine Filme, die was ich noch nicht gesehen habe. Es kann Ich war gerade gut. irritiert von dem, was du gerade Nein, ich wollte nur gesagt gerade nachschauen. Es hast. kann nämlich sein, Dann kannst du weil ich weiter. nämlich auf meinem Letterboxd quasi alle Filme, die ich mir anschaue, auch tracke. Ah. Und es Ah, kann sein, okay. dass du mich trotzdem übertriffst. Ich wollte gerade nachschauen. Laut Letterboxd habe ich in diesem Jahr bereits 212 Filme gesehen. Okay, da habe ich dich definitiv schon Ja, übertroffen. das kann. Definitiv. Und dabei sind 212 bis August schon einmal wirklich wahnsinnig viel. Wie schon gesagt, ich schaue halt sehr, sehr viele Filme. Und das Blöde, wenn er nicht irgendwie was Herausragendes hat, dann ist es so, dass ich diese Filme sehr, sehr schnell vergesse. Natürlich. Und deswegen weiß ich, Open Water, ich habe ihn gesehen vor etlichen Jahren und ich könnte mich nicht erinnern. Ja. Und das Schlimme ist ja das muss ich leider beim nächsten Film auch sagen. Ich weiß, dass er ein Klassiker ist, ich weiß, dass er eigentlich gut ist, aber ich habe ihn nicht mehr in Erinnerung. Also Okay. Scanners ist bei mir irgendwie leider. Es tut mir leid. Also ich weiß, dass viele mich jetzt wahrscheinlich lynchen wollen, weil Scanners wirklich einer der Klassiker ist. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ja, Sorry. für mich großartiger Body Horror von David Cronenberg. Natürlich dieses klassische Meme mit dem platzenden Kopf von dem Typen Ja, an der Brille. klar.
hat jeder tausendmal gesehen. Ich mochte den ersten, auch wenn er sehr langsam inszeniert ist. Das hat Cronenberg immer wieder ganz gut geschafft, auch bei Scanners, auch bei Die Brut, dass seine Filme relativ langsam sind. Aber ich mag diese Bedrohlichkeit, ich mag diese Atmosphäre. Ich liebe den zweiten Scanners, weil das ist einfach eine halbtrashige Splattergranate. Der dritte ist furchtbare Kacke, den kann man sich gar nicht anschauen. Aber ich hau Scanners tatsächlich zu gut. Also jetzt, wo du das da erwähnt hast mit dem zweiten Teil, kann ich mich wieder leicht daran erinnern. Aber ich muss ihm trotzdem... Falls du dich erinnerst, beim zweiten Teil ist die eine große bekannte Szene dann zum Schluss, wo sie in diesem Supermarkt sind und dem einen bei der Tür so der halbe Schädel rausplatzt und du das so richtig schön in Großaufnahme siehst. Also mag ich sehr gerne. Aber wie schon gesagt, ich kann ihm trotzdem leider nur zu keine Ahnung geben, weil das wäre unfair, irgendwie was dazu zu bewerten. Okay, beim nächsten, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren, oder? Das ist relativ einfach. Ich habe, glaube ich, selten ein Franchise erlebt, wo jeder einzelne Eintrag einfach geil ist. Und zwar jeder aus komplett anderen Gründen. Der erste als gruseliger Horrorfilm, der zweite als eines der besten Reboots, der dritte als Comedy, das Remake als fucking hell war der geil. Obwohl man dazu sagen muss, sie haben das Comedy-hafte ja schon beim zweiten Teil eingeführt. Ja. Der zweite war schon. Der zweite ist eher noch der, mit dem ich mir fast eben am schwersten tue, weil er irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch ist, weil er halt ein bisschen. Das ist korrekt, zwischendurch gruselig sein will, dann wieder lustig sein will, aber ich mag ihn trotzdem, eben gerade weil er so eigen ist. Aber Bruce Campbell ist wirklich eigentlich einer der echt sympathischsten Menschen, die ich lang gesehen habe. Ich habe den Typen kennengelernt auf der Weekend of Hell. Echt jetzt? Wie ich dort gefilmt habe. Ein echt netter Kerl. Leider sind wir nie dazu gekommen, dass wir ein Foto miteinander machen. Aber echt netter Kerl. Geil, du hast ihn gesehen. Trotzdem, das ist urgeil. Finde ich urgeil. Ich hatte leider noch nie die Chance. Nee, war wirklich eine Sache, an die ich mich gut erinnern kann. Terror Tunes, ich muss gestehen, das habe ich nämlich vorhin gerade gegoogelt noch zwischenzeitlich. weil Ich habe einen Horrorfilm mit Toons in Erinnerung, aber den kenne ich nicht. Das ist ganz sicher der, an den ich mich auch als erstes dachte. Der heißt Evil Toons. Ja, genau. Ja, der von Fred Olen Ray. Kleinen, lilanen Ding. Nein, das wahrscheinlich eh auch irgendeine Full Moon Billigsdorferei. Wir werden sicher dann zu den ganzen Ginger Dead Man. Ich habe mir das angesehen, ich habe das noch nie gesehen. Ja, nein, also, zu den ganzen, genau. Vielleicht ist ja auch nie noch dort. Vielleicht, es gibt ja auch Filme, sage ich jetzt einmal, die was teilweise nie nach Deutschland gekommen sind oder zumindest nie mit deutschen Synchronisationen. Wie gesagt, Evil Bong und Ginger Dead Man kommen, stehen uns ja auch noch bevor. Also, das ist. Ja. So. Apropos, weil mich gerade ein bisschen wieder meine Stimme verlässt, ich hatte erst vor kurzem Corona und auch eine starke Bronchitis, also falls ich hin und wieder mal leicht komisch klinge, bitte lasst es mich verzeihen. So, Scary Movie. Ich würde ihm gern zu sehr gut geben, weil es einfach ein Franchise ist, was mich zum Lachen bringt. Es gibt zwar viele Teile, die was ich schlechter finde, aber den zweiten Teil fand ich zum Beispiel grenzgenial. Greif nach meiner starken Hand. Die Videokassette lief in unserer Schule in einer Supplierstunde mit dem Religionslehrer. Er hat sie dann bei der Szene mit dem Truthahn abgebrochen. Nein, ich lieb den ersten Teil. Und genauso wie du gesagt hast, ich würde ihn wahnsinnig gern zu sehr gut geben. Ich muss ihn aber leider zu naja geben. Warum zu naja? Weil ich liebe den ersten Teil, ich liebe den zweiten Teil. Alles, was danach kommt, ist eine derartige Katastrophe, dass ich es einfach nicht aushalte. Der dritte Teil hat mir so weh getan, auch wenn zum Beispiel von meiner Frau, dass der fast der Lieblingsteil ist von der Reihe, was ich nicht nachvollziehen kann, weil es ist ein Zucker-Abrams-Zucker-Film und die haben die ganzen wunderschönen Leslie Nielsen-Filme und das alles gemacht und das tut mir richtig weh zu sehen, wie scheiße die geworden sind. Der vierte Teil war furchtbar, der fünfte Teil war furchtbar. Welcher Teil war das mit den Aliens? Das war der vierte, glaube ich. Oder nein, der dritte war der Science. Der Mel Gibson Science auf dem Kornfeld. Ja. Und der vierte war dann der mit Krieg der Welten.
Gut, dann fand ich den dritten eigentlich auch ganz gut. Ah, ich weiß nicht, nein, die haben mir alles so wehgetan. Die haben mir so wehgetan. Ich würde es. Nein, weißt du was, ich geb's zumindest zu gut. Ich geb's zumindest zu gut, weil ich die Filme einfach zu gern hab. Ja, gut ist ja auch gut. Ja. Also, weil ich sie wirklich gern haben möchte. Aber es wäre, sagen wir so, es wäre so viel mehr möglich gewesen dabei. Definitiv. Obwohl, man muss dazu sagen, der erste und der zweite Teil sind schon geile Klassiker. Also allein schon eben die Verarsche mit Scream im ersten Teil und dem zweiten dann mit was haben sie denn da eigentlich verarscht? Beim zweiten war es Exorzist. Exorzist und das Geisterhaus. Ich Genau, weiß, was genau, du letzten genau. Sommer getan hast, war da, glaube ich, ganz groß. Ja, auf jeden Fall. Waren die ersten zwei, glaube ich, da können wir uns einig sein, die Nein, besten. und du hast mich mit deinem Argument überzeugt, dass ich ihn zumindest auf gut kaut habe, weil das ist. Es sind halt wirklich Filme, die was halt einen zum Ja. Schmunzeln bringen. Wishmaster ist einer meiner absoluten Lieblinge. Deswegen setze ich ihm zu sehr gut. Obwohl, nein. In dem Fall muss ich ihm zu gut setzen, weil ich von den vier Teilen, wo es Wishmaster gibt, fand ich wirklich nur einen grenzgenial und das war der erste. Ich mag den zweiten auch sehr gern. Mit dem Gefängnis. Ja, So. der Ich zweite, möchte gerne in die ja, der war Freiheit gut. kommen. Und der püriert ihn durch die Ja, Gefängnis. der. Und auch die Szene im Casino war Ja. mega geil. Aber ich muss auch, ja, ja, aber er ist trotzdem kein sehr gut werden. Nein, nein, Tut mir leid. allein wenn Tut mir ich an leid. diese Katastrophe vom vierten Teil denke. Ich weiß noch, der dritte Teil, den hatte ich damals sogar noch auf Videokassette, weil die einfach beim Libro die Hälfte kostet hat von der DVD. Und ich war dermaßen entsetzt. Und ich habe mir gedacht, nein, ich habe wirklich den ersten Teil, ich habe den damals noch und ich weiß es noch, das war einer der ersten Filme, den ich mit diesem wunderschönen, die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet, auf ProSieben Kennst du aufgenommen habe. eigentlich also leider gibt es die nicht mehr, aber die will ich bald mal wieder remastern. Kennst du meine Best of? Also meine Best of von Lieblings-Comedy-Horrorfilmen? Nein. Da habe ich nämlich das eingespielt als Intro. Ja. Aber mit einem anderen, mit einem anderen Text. Ja, na, ich hab's ja auf meinem Kanal, also für diejenigen, die jetzt beim Rico zuschauen, ich habe sie auf meinem Kanal noch weiter verarscht, indem ich quasi bei mir die Einblendung habe. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Punkt. Oh, warte mal. Ein leichtes Problem. Wackel mein Kopf. Ja, bei mir hängt's. Okay, bei mir hängt gerade ein bisschen deine Webcam. Ja, bei mir hängt, glaube ich, gerade das ganze System ein bisschen. Jetzt bist du stumm. Ja, also ich habe jetzt noch Ach nichts so, gesagt. bei mir Hallo? hat es so ausgesehen, als hättest du die Lippen bewegt. Hallo, 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 hallo. Nein, Achso, du bist nee. jetzt auch komplett asynchron, nämlich blöderweise. Okay, ich glaube, wir werden nicht umhin kommen, dass wir das nachher schneiden, oder? Nein, jetzt geht's wieder. Gut, Ja, jetzt geht's auch kurzes, bei mir kurzes wieder. technisches Hiccup, das Guter ist Hänger. live, meine Lieben, das kann einfach passieren und sowas wie ein. Wir haben eben ein neues System, probieren wir hier gerade. Und ja, es kann leider manchmal Du, noch zu ich bin Hängern jetzt kommen. gerade nach 38 Minuten der Aufzeichnung draufgekommen, dass mein Video links einen ungefähr 2 cm großen schwarzen Streifen hat, weil ich das beim Einrichten vom Video vergessen habe, das bis ganz nach links zu schieben. Also Oh. Profis am Werk, würde ich da mal sagen. Naja, Aber gut. ich würde sagen, für die erste Folge schaffen wir auf jeden Fall noch ein paar Titel, bevor wir Ja, dann klar. nächste Woche Ja, klar, weitermachen. klar. Wishmaster, also ich hau's auf jeden Fall auf gut. Ja, also wie schon gesagt, gut. Allein schon, dass im ersten Teil Robert Englund, mein absoluter Ja. Lieblingsschauspieler, mitspielt, ist, ja, gehört bei mir auf gut. Lost Boys, muss ich leider gestehen, habe ich nie gesehen. Ich habe den ersten vor 100.000 Jahren irgendwann einmal gesehen. Ich kann mich an den dritten erinnern, der ein ziemlich leibendes Splatterfest war.
Den zweiten habe ich nie gesehen. Ich gebe sie zu gut. Ich gebe sie zu gut, aber recht weit hinten bei gut. Also bei mir ist bei gut jetzt zwischen Scary Movie und The Howling quasi unten, weil der erste von Joel Schumacher ist einfach ein Kultklassiker mit Kiefer Sutherland und Co. Ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Den dritten habe ich auch als. Muss ich nachholen. Solltest du definitiv, ist auf jeden Fall einer der großen amerikanischen so Coming-of-Age-Klassiker, mehr oder weniger. Aber ja. Ich weiß nicht. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich nie so ein Vampire-Fan war. Habe ich, glaube ich, den irgendwie Hast mal, du glaube ich, ein quasi noch bisschen. nie deine Vampire Diaries geschrieben? Entschuldigung. Apropos Werewolf Diaries, wie schaut's aus? Hier bitte leider sehr viel Gesang einfügen. Das ist so So. ein Heuballen, der durchs Bild fliegt. Ginger Snap sagt mir gar Das nichts. ist auch so ein Jugend-Werwolf-Teil, aber ich hau's bei mir auch auf jeden Fall zu, keine Ahnung, weil ich habe, glaube ich, den ersten Teil irgendwann einmal im Fernsehen gesehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwelche anderen jemals gesehen habe. Okay, dann können wir das kurz abschließen. Keine Ahnung, fertig. Keine Ahnung, fertig. Feast kommt bei mir zu gut. Ja, kommt bei mir auch zu gut. Kommt bei mir sogar relativ weit oben zu Weil, gut. ja, auch bei mir. Ich habe auch überlegt, ob ich sehr gut oder gut mache. Aber bei mir kommt er auf gut, weil dafür ist er einfach manchmal ein bisschen zu anstrengend, nenne ich es jetzt mal. Aber er hat so viele geile Momente. Ja. Allein schon, wie er flüchtet mit dem Kind und das Kind dann nach hinten wirft. Ja. Naja, es ist so schwachsinnig. Aber er ist einfach lustig schwachsinnig. Und ich glaube, so viel Blut gab es bis jetzt nur bei Ja. Kill Nein, ich mag die. Ich Bill. mag sogar dann die späteren, den zweiten und den dritten. Die sollen irgendwann einmal Uncut bei uns Ja. endlich auch einmal rauskommen. Das wäre wirklich, wirklich wundervoll. Ich habe sie uncut Ja, natürlich, gesehen. ich hab die amerikanischen DVDs bei mir stehen seit 15 Jahren, seit sie rauskommen sind. Aber das wäre mal schön, eine deutsche Uncut Blu-ray ohne Ja. Bootleg. Das wäre super. Aber irgendwie ist es schwierig. Wobei, apropos Dinge, die vielleicht einmal Uncut rauskommen sollten. In Deutschland wird es schwer mit dem nächsten. Spit on my what? On your grave. A spit on your grave. Gibt es ja drei oder vier Es Teile? gibt ein Original, es gibt quasi ein inoffizielles, würde ich jetzt einmal sagen, einen inoffiziellen zweiten Teil von damals zum ersten Teil. Dann gab es mit Déjà-vu jetzt vor 2 Jahren einen quasi offiziellen zweiten Teil zum Original, der aber, würde ich jetzt einmal sagen, Der Déjà-vu durchwachsen war der war. Na, dritte. Déjà-vu war. Jein, von den neun schon der vierte. Also es gab dann das Remake mit der Sarah Butler, da gibt es einen zweiten Teil, dann gibt es mit einer anderen Schauspielerin einen dritten Teil. Und im vierten Teil spielt ja wieder die Dame die Hauptrolle, die damals in den Stimmt, vier 70ern das Teile gibt's Original ja. gespielt hat. Und ich muss Weil sagen, da waren sie zusammen. ich mag das Original, ich mag auf jeden Fall den ersten Teil mit Sarah Butler extrem gern. Der ist wirklich wahnsinnig böse. Bei mir kommt I Spit on Your Grave auf jeden Fall zu gut. Ich glaube sogar recht weit oben noch gut. Ich. Bei mir kommt dazu, naja. Oh, okay, ja. Ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn aber auch nicht weltbewegend. Es ist so ein Film, wo ich mir den ersten Teil vielleicht nochmal ansehen würde, weil so ordne ich die Filme meistens ein. Ob ich sie oft gesehen habe, ob ich sie öfters ansehen möchte, ob ich sie nie wiedersehen möchte, ob ich sie vielleicht mal noch ein, zweimal ansehen könnte. Und A Spit on Your Grave ist bei mir so, naja, könnte ich mir ansehen, ja, aber ist jetzt nicht so das Erste, was ich jetzt entscheiden würde, wo ich jetzt sage, den muss ich sehen. So. Das Böse, Phantasm. Phantasm. Oder das Böse, ja. Wie hieß er nochmal? Ah, der Angus Green, der Der Tall gute Man. Mann? Der Tallman? Na, tall, also der große Mann quasi, der Ah, der, ah. mit den langen grauen Haaren hat schon einige geile Momente, muss man schon sagen.
Der erste ein bisschen atmosphärisch, der zweite. Ich fand den dritten am Der geilsten. dritte war schon Hammer, wobei mir diese Arschloch-Punks ziemlich am Wecker gegangen sind. Ja, aber die sind ja auch ziemlich schnell wieder Das ist verschwunden. wahr. Und das war auch die geilste Szene, wo es dem einen den Schädel verdreht hat, komplett. Das war auch leiwand. Irgendwas weigert mich so, dass ich jetzt sage, würde bei mir auf sehr gut kommen. Bei mir weigert sich sogar. Weil dafür ist er zu stark gealtert. Ja, und ich. Ich weiß nicht, Ja. ob er jetzt noch immer so geil rüberkommen würde, wie wenn man ihn damals gesehen hätte. Das sicher nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe den ersten Teil damals auf Videokassette gesehen und fand den ersten schon relativ langweilig. Und jetzt mit meiner Mehr-Genre-Erfahrung weiß ich das mehr zu schätzen, wenn ich ihn jetzt noch einmal sehe. Aber ich mache es kurz und schmerzlos. Ich hau den auf, na ja. Gut. Bei mir kommt auf gut. Oder? Nein, du hast recht. Hau ich ihm Ich. auf die gleiche Schiene wie als Peter McGriff? Wir hätten vielleicht doch die üblichen 8 spalten lassen sollen. Ja, stimmt, weil normalerweise waren 7 Spalten mehr oder weniger vorgesehen, aber nein, ich finde das mit dem quasi Schulnotensystem relativ gut. 1, 2, 3, 4, 5, keine Nee, bei mir Zwischennoten, kommt auf kein gar gut. nichts. Ja, bei mir kommt auf gut. Wobei man ja sagen muss, ich reihe ja auch innerhalb von der Note dann noch weiter. Vorne und Also, hinten. wenn ich bei gut zum Beispiel bei mir gerade schaue, habe ich Scanners, dann Wishmaster, dann Ice Spit, dann Feast und da tue ich schon ein bisschen hin und her schieben auch. Ja, das habe ich leider erst im Laufe des Videos jetzt da gemacht. Das Naja. macht ja nichts, das macht ja nichts. Aber das nächste ist, glaube ich, relativ leicht. Da brauche ich. Da. Nightmare on Elm Also, Street kommt, das ist ist eines meiner Lieblingsfranchises. Ich hau's mein Platz 1. als Franchise sogar vor The Thing. Na, Tanz der Teufel steht bei mir noch drüber. Tanz Evil Ja, Dead bei mir leider ist nicht. Also, aktuell Nummer 1, aber Nightmare ist großartig. ich liebe Freddy Krueger. Es ist mein absoluter Lieblingsbösewicht. Also, er ist. Robert Englund hat den so geil verkörpert. Auch das Remake, muss ich zugeben, fand ich gar nicht so Dito, schlecht. Dito, ja. Klar, keine Frage. Freddy vs. Jason. Absolut genial wieder aufgebaut. Auch, dass sie beide Killer wirklich gut dargestellt haben, was halt bei sowas eigentlich relativ schwer ist. Aber auch diese Feindseligkeit dann zwischen den beiden kam dann einfach mega geil rüber. Und den einzigen Teil, den was ich eventuell verschmähen würde von den ganzen Freddy Krueger-Filmen, ist der siebte Teil. Den mag ich wegen seinem In-Joke, aber ich verstehe warum, weil er ist halt einfach schon irgendwie was grob anderes. Ja, also er war halt für mich nicht mehr so dieser lustige Splatter-Horror, sondern eher so dieser ernst genommene, wirklich schon fast trockener Film, wo Freddy halt wirklich auch relativ wenig vorkommt, weil in der Regel kommt sehr oft eigentlich nur so Anspielungen mit die vier Kratzer und allem drum und dran. Und da kam mir vielleicht ein bisschen auch Freddy zu kurz. Also, ich will jetzt auch nicht sagen, er war schlecht, aber also wenn ich jetzt von allen Teilen jetzt da eine Tierliste machen würde, würde ich den dann eher zu, naja, setzen. Aber gut, das würde der zweite Teil auch. Aber das liegt auch nur daran, weil der extrem gekürzt gekommen ist damals, in die deutsche Fassung, was sie ja Gott sei Dank verändert haben. Ich habe lange geglaubt, dass die gekürzte Fassung die Originalfassung ist. Ui, ja, das ist natürlich bei den alten deutschen Fassungen dann immer bitter, ja. Und habe den einmal als katastrophal gefunden. Und jetzt komme ich wahrscheinlich zu sehr ins Schwärmen und könnte jetzt stundenlang drüber reden. Aber dadurch, dass ich mich selber gern gut bremsen kann, gehe ich auch gleich auf Alien zurück und sage, Alien gehört genauso auf die sehr Ja, gut Liste. definitiv. Bei mir. Nur wo würde ich ihm. Ja, bei mir kommt er da ungefähr hin. Nein, ich hau ihn. Also bei mir ist er jetzt auf Platz 4 quasi bei sehr gut hinter Evil Dead, Nightmare und The Thing, weil Alien ist ein super. Ein großartiger erster Teil, ich liebe ihn heiß, obwohl viele sagen, dass sie den zweiten Teil noch besser finden als den ersten.
Mir gehen die Militärfuzis einfach so sehr auf die Nerven. Mir geht dieses Kind auf die Nerven. Ich mag den zweiten eigentlich erschreckend wenig dafür, wie der gefeiert wird. Wobei ich echt auch sagen muss, er ist gut, definitiv. Was man über den dritten und dann ganz besonders den vierten dann nimmer sagen kann. Aber ja. Also ich fand den vierten Teil auch mega geil. Ich mochte die Schauspieler. Ja, natürlich, der also die. Der ist der, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der, was Hellboy auch gespielt hat. Ron Perlman war dabei, aber mir geht's um den, der bei CSI mit dabei war. Gary Durden, glaube ich, hat er geheißen. Den sehe ich auch wahnsinnig gern und seine Unterwasserszene war einfach super in dem Film. Es gab gute Szenen. Es gab wirklich sehr viele gute Szenen. Aber wie schon gesagt, wir können das auch wirklich kurz abschließen und ich glaube, da wird uns jeder zustimmen. Alien ist einer der absoluten Klassiker und gehört einfach zu sehr gut. Definitiv. Absolut definitiv. Auch wenn ich zugeben muss, eine Sache, wenn wir beim Franchise sind, die neuen Teile, also diese, wie haben sie geheißen Alien alle? Alien vs. Predator und Prometheus. Covenant, stimmt, den habe ich ganz vergessen. Covenant. Oder Convent? Die fand ich katastrophal. Entschuldigung, die mochte ich überhaupt nicht. Okay. Ja, kann man. Also, aber trotzdem, ich nehme jetzt das Alien-Franchise als die Teile 1 stimmt. bis 4, auch Alien vs. Predator 1 bis 2. Wenn ich diese Teile aufnehme, können sie bei mir definitiv auf sehr gut. Wenn ich die alten Teile mitzählen würde, würde es höchstens zu gut kommen. Tatsächlich hast du mich jetzt gerade nämlich überzeugt. Ich hab nämlich tatsächlich in meiner Blödheit eigentlich vergessen, dass es diese neuen Teile überhaupt gibt. Und habe jetzt Alien deswegen gleich einmal von der sehr gut Stufe weggenommen. Und nachdem ich die neuen nicht ganz so furchtbar fand wie du, aber trotzdem bleibt es bei gut. Aber ein relativ unteres Gut. Also. Ja, ich muss trotzdem, es bleibt bei mir da sehr gut, weil die neuen zähle ich nicht dazu. Ja. Fertig. Man kann sich das Leben schön, quasi schön ignorieren. Das ist eher eine relativ gesunde Einstellung. Aber. Beim nächsten bin ich aber jetzt ein bisschen überfragt. Nö, der kommt bei mir zu keine Ahnung und damit hat sich die Sache erledigt. Habe ich noch nie was davon gehört. Tatsächlich noch. Ja, ist das nicht der Blob? Kannst du schauen, ob das vielleicht der Titel von dem 50er-Jahre-Film ist? Das könnte natürlich sein, dass das der 50er-Jahre-Blob ist, weil den mochte ich gerne und ich mochte auch den 90er irgendwie gerne. Den fand ich mega geil. Der war ganz cool. Ja. Ich weiß nicht. Gut. Aber ich nehme jetzt mal an, dass es der sein wird. Natürlich. Weil was soll es sonst sein, was The Blob heißt? Ja, es ist das Original. Ja, na gut, dann kann man ihn auf jeden Fall, können wir ihn auf jeden Fall ranken. Also bei mir kommt er zu sehr gut. Okay, nein, ich hau ihn zu gut. Gerade hinter Alien, glaube ich, passt er mal ganz gut da jetzt rein. Also der Blob, finde ich einfach, hat mir, also dieses, wenn man es nimmt, jetzt das Remake, fand ich persönlich, den schaue ich mir heutzutage noch immer wieder sehr, sehr gerne an, weil er einfach so einen gewissen Witz hat. Und wenn man das Unzensierte sich ansieht, dann kommt er einfach wirklich geil mit mega, mega geilen Effekten. Und für die damalige Zeit, wie sie das mit dem Blob aufgebaut haben, fand ich einfach geil. So. Schauen wir weiter, was haben wir als nächstes? The Omen. Oh Gott, jetzt wird schwer. Bei The Omen habe ich echt das Problem, dass ich nicht alle Teile kenne. Ich kenne, glaube ich, die ersten drei. Vielleicht habe ich auch mal alle gesehen, ich weiß es nicht. Aber an die ersten drei kann ich mich auf jeden Fall am meisten erinnern. Und bei mir kommen sie zu naja. Also ich mache es kurz, bei mir kommen sie zu naja. Ich muss ehrlich sagen, der Original ist ganz nett, ist jetzt auch nicht so toll gealtert. Ich
Warte mal, red du mal, ich schwimme gerade ein bisschen durchs Bild. Das Remake fand ich absolut furchtbar. Das war einer der am schlechtesten konstruierten Hollywood-Filme, die ich jemals gesehen habe. Ich bilde mir auch ein, dass ich dazwischen... Den habe ich auch gesehen, dass stimmt. ich dazwischen irgendwas nicht gesehen habe. Ja, ich finde, Naja ist fair, aber ganz, ganz weit hinten in Naja. Bis eigentlich schon in die Richtung von geht noch. Ja, definitiv. Was sagst du zu Critters? Muss ich ehrlich zugeben, kommt bei mir auf sehr gut. Sogar noch jetzt habe ich aber echt Probleme mit der Auflistung. Ach, bei mir bleibt es einfach sehr gut, sehr gut. Critters ist bei mir einfach ein... Also ich mochte Critters extrem gerne. Also ich mochte alle Teile 1 bis 4. Am liebsten war mir der zweite Teil, wo dann ironischerweise, und das haben, finde ich, dass sie das in Deutschland relativ selten gemacht haben, Critters 2 war ja im Original ja nicht vertont von den Critters her. Mhm. Das haben sie erst nachträglich gemacht, dass sie in der deutschen Synchronisation den Critters eine Stimme gegeben haben. Okay, stimmt, voll. Das, also der zweite Teil ist bei mir ein absoluter Lieblingsfilm, also den schaue ich mir jetzt noch immer sehr, sehr gerne an. Und da kommt auch von mir ein absolutes Lieblingszitat, und zwar, warte mal, wie war das? Wir sind die Allesfresser und fressen alles besser. Also fand ich einfach mega geil. Wie sie eben in diesem Burgerladen sind und eben dieses Zitat dann in der Gruppierung singen. Also Critters ist bei mir ganz weit oben. Fand ich wirklich geil und hat mir auch echt viel Spaß gemacht. Der dritte war, apropos, der dritte war der erste Film, da muss ich ganz kurz das erzählen. Der dritte Teil ist der Anfang von Leonardo DiCaprio. Und war es der dritte oder der vierte, der dann im Weltall spielt auf dieser Raumstation? Ja, das war der vierte. Ich weiß nur das. Ich hau sie bei mir zu, keine Ahnung. Weil nach dem, was du erzählt hast, ich kann nicht einmal sagen, ob ich einen davon jemals gesehen habe. Aber es gehört definitiv nachgeholt. Ich weiß, dass es Kultfilme sind, damals eben in der Wake von den Gremlins und den Ghoulies und den Critters und den Munchies und den Spookies und den ganzen Plätzchen. Aber die Critters waren auf jeden Fall doch auch noch relativ groß. Und ich freue mich drauf. Ich habe aus irgendeinem... Die gibt es ja noch gar nicht auf Blu-ray, oder? Das fragst du mich gerade zu viel, weiß ich nicht, keine Ahnung. Bin mir jetzt echt nicht sicher, aber dass ich die habe ich nämlich nicht einmal in der Sammlung, das muss ich definitiv, das nehme ich mir aus dem Video jetzt mit, dass ich das noch nachholen muss. Ich check das mal ganz kurz. In der Zwischenzeit. Die Sache ist wir sind jetzt fast schon bei einer Stunde. Bei einer Stunde, das heißt, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss für die erste Ausgabe von der Tierliebe. Wir haben es eigentlich relativ weit gebracht, wenn ich sehe, wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, wir haben 30 Franchises quasi gerankt. Wir können jetzt einmal eben so, dass ihr das schön vergleichen könnt, noch einmal über unsere Listen, wie wir hier geordnet haben, drüber scrollen. Wir werden natürlich mit dieser Liste weitermachen, denn wie wir eben ein paar Mal zwischendurch auch gesehen haben, es gibt noch einige andere Horrorfilm-Franchises, die wir noch nicht behandelt haben. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, die auch noch fertig zu machen und da noch zu einer kompletten Liste zu kommen. Hat mir persönlich auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe euch auch. Definitiv, ja. Und in dem Sinne sage ich tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst uns bitte euer Feedback, damit wir vielleicht das Ganze in Zukunft noch besser, noch mehr nach eurem Geschmack machen können. Ideen für weitere Themen sind natürlich auch sehr willkommen. Aber das nächste Mal sehen wir uns auf jeden Fall wieder mit den Horrorfilm-Franchises und schauen wir mal, wie viel wir dann schaffen. Bis dahin, ciao. Meine Schlussworte ist noch, Critters gibt es nicht auf Blu-ray, nur auf Englisch. Und ich sage auch noch tschüss. Tschüss.